Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Ja, voll am Start. Jetzt kannst du loslegen. Ah, dann lege ich doch los. Ja, ein... Herzlich willkommen zum Orcast 149, der ja wie immer einen schönen Titel trägt. Und da es wieder eine ungerade Folge ist, darfst du ihn auch verlesen. Wie du das auch immer hindeichselst. In einem Fluss mit so einem Flow. Wirklich, dass da überhaupt gar keine Bedenken von irgendeiner Seite kommen können. Es hat sich auch, also ich kann mich nicht erinnern, dass sich schon irgendeiner mal beschwert hätte, also außer weißt dir jetzt. Ja? Weißt du was, die 150, die machst du und da suche ich den Titel aus und mach dir, weiß ich noch nicht was. Und da habe ich dir gerade noch im Offen so eine schöne Steilvorlage gegeben. Yep, Steilvorlage vor allem. Ja, genau. Na gut, die 149 macht dann ich noch. Der Titel lautet wie folgt. Minsensuppe. Nur tot kann jeder. Punkt, Punkt, Punkt. Klammer auf. Lauterbachs Kraftrüben-Edition. Klammer zu. Genau. Also ihr merkt, das ist halt eine besondere Folge. Also es geht kräftig zur Sache. Das wird euch mehr fordern als die üblichen Larifari-Folgen, die wir da so monatlich raushauen. Also hier, das ist schon... Ja, ihr werdet es merken, das hat eine ganz andere Qualität. Ja, deswegen, also wir starten natürlich, ihr merkt es, es geht dem Monatsende zu. Wir starten dann schon mal mit dem Voraushör und werden danach einiges an Rückhör haben. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mal wieder den Monat, den wir irgendwie so verloren haben, zwischendurch wieder aufholen. Zumindest aber den September, auf den kümmern wir uns auf jeden Fall. Sorry, ich war gerade komplett abgelenkt, weil du dieses wunderschöne Wort Larifari verwendet hast. Ja, gell? Und ich gerade gelesen habe, wo das herkommt. Das ist ja erzähl, wo es herkommt, ich kenn's nicht. Also ein kurzer Abschwiff. Ja. Larifari steht für sinnloses Geschwätz. Der Begriff ist möglicherweise aus den früher auch im deutschsprachigen Raum verwendeten italienischen Notenbezeichnungen entstanden, die als Aneinanderreihung von Silben beim Üben einer Melodie nach dem Verfahren des Guido von Arezzo den einzelnen gesungenen Noten unterlegt wurden und damit einen im Grunde sinnlosen Text ergeben. Also der ist aber als Merktext wiederum dazu geeignet, sich die Melodie zu merken. Eine Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, und da konnte man sich dann die Melodie merken, ohne dass der Text Sinn ergeben hat. Und ist aus La, Re, Fa bezeichnet sich die Töne A, D, F und bildet den D-Moll-Dreiklang und da ist es vielleicht draus entstanden. Das ist ja großartig. Wahnsinn. Klasse. Hammer. Total cool. Geil. So, ihr könnt abschalten. Ihr habt was gelernt. Wir fragen das nächste Mal ab. Ist alles klausurrelevant? Wenn es denn stimmt überhaupt, ja. Wer auch immer den Wikipedia-Eintrag geschrieben hat, aber es ist eine sehr schöne Herleitung, gefällt mir gut. Macht Sinn. So, was hattest du? Mit Abracadabra und Hokus Pokus ist auch so ähnlich, oder? Das ist echt? Aus der lateinischen Kirchenliturgie, wo man den Pfarrer nicht verstanden hat, wenn er da irgendwie auf Lateinisch irgendwas, und das klang dann eben so wie ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Abracadabra oder Hokus Pokus war, also irgendwie wahrscheinlich eher Hokus Pokus, klingt lateinischer. Das ist ja geil, ja. Der Hammer. Ja, genau. So, worum ging es nochmal? Ja, ich glaube, wir waren da irgendwie noch so am Inhalt. Ich glaube, wir müssen noch sagen, dass am Schluss noch das Gedönse kommt mit News, Feedback in eigener Sache, den Podcast-Kollegen und natürlich, wie immer, werden wir unaufgefordert die Highlights präsentieren. Ja, ja. Absolut. Ja. Ich glaube, diesen Monat wird es sich ein bisschen mehr drängeln. Also ja, ich glaube auch. So ein paar Knallerle mehr geben als im letzten Monat. Also ich würde auch sagen, ich habe das ein oder andere Gute gehört. Ja, ja, aber dann halten wir uns auch gar nicht mit den Monat auf, sondern gucken gleich mal in den nächsten. Ja, wir schmeißen uns mal in die erste Novemberhälfte. Genau. Die startet am 31.10. Ja, genau. Ja, wir müssen nämlich noch, wir hatten ja, ich glaube, im letzten Orcast habe ich noch so rumphilosophiert, weil es nichts Offizielles gab. Ich aber doch gerne erzählt hätte, dass am 31.10. wieder ein Special kommt im Radio, und zwar bei WDR 4. Nämlich Bastian Pastewka wird bei Bastian Bender zu Gast sein. Und die beiden werden wie immer zum Auftakt jeder neuen Kai-Mux-Staffel ja ein kleines Hörspiel-Special machen und ja, einen Ratekrimi vorstellen. Ab 18 Uhr am 31.10. also an Halloween könnt ihr das Ganze bei WDR 4, Achtung, es ist kein regulärer Hörspielsender, also da läuft sonst nichts Hörspieliges, aber eben diese Sondersendung, die gibt's da. Ja, das bildet dann quasi den Startschuss für die 6. Staffel, die ab der 2. Novemberhälfte dann wieder an euer dringen wird, aber dazu später mehr. Ja, jetzt aber ab in den November. 1. November, da geht's los. Das ist ein Freitag. 19.04 gibt's im WDR
WDR3 vorher schon im Auf der Spur Podcast downzuloaden. Das Hörspiel Ein Drei-Tassen-Problem, das hatten wir euch schon mal vorgestellt. Mhm. Von Stefan Winges, WDR-Produktion, Christoph Pragua am Regiepult und unter anderem mit Christoph Maria Herbst, Matthias Hase, ja, und Peter Nottmeier, der mir jetzt bei, witzigerweise, bei Hurricane begegnet ist. Immer noch gedacht, war das wirklich Nottmeier? Und dann am Schluss kam, ja, es war Nottmeier. Er ist doch richtig erkannt. Ja. Hab mich gefreut. Ja, und hier ist Christoph Maria Herbst wieder, ist halt einfach Christoph Maria Herbst. Und genauso klingt das Hörspiel, ja, wenn man ihn als Detektiv ermitteln lässt. Aber wirklich, es passt wirklich noch ein guter Krimi rein. Ihr könnt ja nochmal hören, was wir damals gesagt haben. Ja. Also ist es zumindest nicht verkehrt und ihr könnt euch das Drei-Tassen-Problem gerne gönnen. Wie gesagt, 1. November, 19.04 Uhr, WDR 3 und dann auch in der Wiederholung samstags, 17.04 Uhr bei WDR 5. Machen wir schon einen Deckel aufs Radio, reicht ja auch ein. Jetzt, ja, aber ja, dafür gibt es was im Handel und zwar was, was wir schon gehört haben. Duften. Und zwar meldet sich Giallo zurück. Die Audionarchie schmeißt die Folge 7, das ist die nächste, in die Pipeline. In welche Pipeline? Das Bild hängt schief. Mit dem Titel Der Tod fliegt erster Klasse von Markus Duschek. Und zwar geht es da, wie es der Titel schon so ein bisschen verrät, ins Flugzeug erstmal. Hm. Und zwar ist das ein Flug nach Rom, bei dem wir dabei sind. Und da sind so die erste Klasse Passagiere, die, wie man sich das so schön schubladig auch vorstellt, entsprechend drauf sind. Und die Stewardessen 2, um die es da geht, auch dementsprechend so ein bisschen schubladig sind. Und es geht dann vor allem um eine, die ist sehr attraktiv, ganz wichtig. Natürlich. Muss sein bei sowas. Ja, komisch, wenn es nicht so wäre. Die entdeckt eine Brieftasche, die da wahrscheinlich jemand so verbummelt hat und lässt diese Brieftasche mal so verschwinden bei sich. Sie wohnt mit einer Kollegin. Da ist schon ein Pärchen. Und die gucken sich dann an, was da erbeutet wurde und stoßen da auf Fotos, die in dieser Brieftasche drin sind. Und das sind nicht nur Fotos, sondern die sind so ausgeixt. Und ja, also erstmal ist es merkwürdig, aber da liegt dann der Verdacht natürlich, weil wir in Giallo sind, schon nahe. Ja, dass es da sich vielleicht um einen Auftragskiller handeln könnte. Ist halt die Frage, ob die wissen, dass die in einem Giallo-Krimi sind. Hat man denen das nicht gesagt beim Carsten? Achso, das kann natürlich sein. Wer ist dieser Carsten? Oh mein Gott. Oh, du hast schon, bevor wir aufgenommen haben, hat Olaf schon, ich glaube, 3 Wortwitze hintereinander gemacht, die sich schon so reingebohrt haben. Oh Mann, hier muss man was mitmachen. Ja. Naja, also auf jeden Fall will eine der beiden dann zur Polizei gehen, weil das ja schon ein bisschen doch merkwürdig ist. Und währenddessen in der Wohnung dann etwas ganz Grausiges passiert. Der Killer kommt nämlich auf die Spur der Stewardessen und ja, eine der beiden, die zurückgeblieben ist in der Wohnung, muss dann dran glauben. Und dann wird's doch ziemlich vogelwild in dieser Geschichte. Denn dann kommt eben der Kommissario Pazzi mit ins Spiel, der dieser Frau erstmal nicht so wirklich über den Weg traut, dieser Stewardess. Und ja, ihr aber dann doch irgendwann mal traut, wie sie dann quasi gemeinsam versuchen, ja, an diesem Killer irgendwie auf die Spur zu kommen. Und just in diesem Moment geht der nächste hops. Ich verrate jetzt nicht, wer alles auf der Strecke bleibt, aber es sind dann doch einige Leichen, die sich dann da stapeln, so nach und nach. Und das ist, also das mag ich sehr tatsächlich, also wie wild das am Anfang zugeht und wie dolle man in diese Geschichte reingezogen wird, ohne groß Scheuklappen zu haben. Also da wird wirklich voll draufgehauen. Im Laufe der Zeit stellt man sich dann ab und an mal die Frage, ja, also ich weiß, mit Realismus zu kommen bei Giallo ist jetzt auch Quatsch, aber so die Geschichte nimmt dann so im weiteren Verlauf so ein paar Twists zu viel, war zumindest mein Empfinden. Also gerade, wo es aufs Ende hingeht, war es mir dann ein bisschen zu drüber. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich, also gerade am Anfang, wo es wirklich wild ist und dann diese wilden Schießereien dann im Park sind und so, das fand ich toll, das hat mir gut gefallen. Da war ich wirklich voll drin. Wie gesagt, am Ende war es mir dann mit den Drehs und Wendungen ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ja, also ich fand die Twists eigentlich ziemlich gut, also alle. Also es gibt ja dann zweimal deutlich am Schluss. Allerdings habe ich mich dann gefragt, so beim Hören, hätte man dem Hörer nicht, nee, oder ist es falsch, also nicht es kam so unvermittelt. Es kam unvermittelt. Ja. Ich habe mich dann gefragt, ob mit dem Wissen, was die Figuren dann haben, oder beziehungsweise also wo die am Ende stehen, ob die tatsächlich so alle in jeder Situation reagiert hätten. Mhm. Wir hatten das mal, ich weiß nicht mehr, welches Hörspiel das war. Da war
einer, wo ich das ganze Hörspiel überdachte, boah, spielt der schlecht. Das ist so ein ganz schlechter Sprecher. Also so, wo man dachte, was macht denn der? Und dann stellte sich später raus, dass der also in der Rolle eine Rolle gespielt hat. Und ja, das war beim Highway Killer war das. Ja, beim Highway Killer bei Murder Tales. Ja, okay, das kann sein. Ja, genau. Da fand ich das dann clever. Und das war mir hier dann so im Nachhinein, wo ich dachte, ob da, sag mal, die letzte Figur, die dann den letzten Twist auslöst, wirklich in jeder Situation dieses Hörspiels so agiert hätte, mit dem, wenn sie da, also die hat natürlich das Wissen schon am Anfang, aber das wusste sie ja nicht, das hat ihr Carsten ja auch nicht gesagt. Ja, also da war, also ich war mit den Twists zufrieden, aber dann halt mit dem Anfang nicht. Also genau umgekehrt wie bei dir dann. Aber erst im Nachhinein. Also am Anfang wurde ich gut unterhalten, dann nur im Nachhinein hatte ich dann Bedenken so ein bisschen. Also das meine ich auch mit, warum mir die Twists nicht so geschmeckt haben, ja, okay. Weil es eben so unvermittelt kam. Ja. Ich dachte, das passt jetzt irgendwie, also nicht zu der Figur. Also genau, ja, okay. Das ist, weiß ich nicht. Ja. Ansonsten ist das, wenn man das quasi ausschaltet, fand ich das bombig unterhaltsam, weil das, wie gesagt, vogelwild hergeht und ich finde auch, so muss das sein. Das darf ruhig sein, das darf voll knallen und das tut's auch. Was mir tatsächlich gut gefällt, ist die Musik, muss ich mal sagen. Das ist mir bei den anderen Folgen, also ist mir natürlich die Musik aufgefallen, aber hier hatte ich schon, als ich das eingeschaltet habe und dann in dieses Giallo-Thema reinkam, das fand ich so, das war schon so ein bisschen wie nach Hause kommen, so nach 7 Folgen. Das fand ich schon ziemlich, finde ich schon ziemlich cool. Also das bringt einen wirklich so direkt ins Thema rein und ja, geht mir auch gar nicht auf den Nerv, die Musik. Also jetzt ganz unironisch gesagt, weil das habe ich bei anderen Krimis oder beziehungsweise bei anderen Hörspielen ja doch des Öfteren, dass mir die Musik irgendwann einfach zu viel ist, zu gesetzt ist. Und hier, das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Ja, ich habe da nur ein Problem, weil ich eine Saxophonallergie habe. Ah, okay. Das ist aber mein persönliches Problem. Das ist auch so ein Schicksal, ja. Ja, das habe ich seit Kindheit. Ich war ein großer Pink Floyd-Fan meiner Kindheit schon. Und was ich aber ätzend fand, ist, wenn da dieser Saxophonspieler da so seine Solo dann drüber gespielt hat, weil ich dachte, das passt ja überhaupt nicht. Ja, hör auf. Ah, geh weg. Geh runter von der Bühne. Das fand ich immer, weiß nicht. Seitdem habe ich eine Saxophonallergie. Okay. Na, das geht noch. Kann man, das ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsinstrument, aber nö, das stört mich nicht. Okay, dann ist ja gut. Na gut, das wäre ja schon mal was im Handeln, was wir euch auch auf jeden Fall empfehlen würden. Ja, aber sowas. Wenn ihr auf diese Genre-Stücke steht, also das ist wirklich rund im Sinne für genau aufs Genre erzählt und ist auch so herrlich politisch unkorrekt aus heutiger Zeit. Genau, Thomas Gottschalk sagt, gefällt mir. Ja, dann weiter im Handel. Es gibt noch was wir noch nicht gehört haben, unter anderem Van Dusen, Folge 36, Der Schlüssel, das Stück von Mark Freund, erscheint bei Holisov auch am 1. November. Dann die Masters of the Universe sind ja zurück bei der Retrofabrik und es kommt auch die neue Folge 3 raus am 1. November, der Kristallschild heißt sie und ich freue mich. Da sind wir mal gespannt. Ja, Akte Witz kommt auch mit Folge 12 um die Ecke. Der Waldsee des Killer-Kobolds heißt das Ganze, ist wieder von Rudolf Krämer geschrieben und erscheint bei Maritim. Da passiert einiges. Ja, da ist einiges los auf dem Cover. Ja. Dann The Moon Heritage Chronicles, da werwolft's wieder. Da gibt's die Folge 6, der rechtmäßige Erbe, auch am 1. November. Das war doch Werwolf, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Genau, ist werwolft. Ja, und kein Freitag ohne Sherlock Holmes. In dem Fall ist es der Sonderermittler der Krone, Folge 12, Takt des Schicksals aus der Feder von Silke Walter und das Ganze erscheint bei Maritim. Und Haus 10 geht auch weiter mit Folge 4, Versuchung von Hajo Bremer bei Hermann Media. Und eine neue Midnight Tales wird's geben. Die Folge 97, Flüsternde Finsternis, geschrieben von Christoph Sobol und die kommt bei Contendo Media. Ja, irre, da kratzt man ja an der 100 schon. Tatsächlich, Wahnsinn. Ja. Hammer. Und das war es eigentlich noch nicht mit dem VÖ-Freitag, aber wir hatten ja gesagt, wir sortieren ein bisschen aus und machen mal so die Kinderhörspiele, schieben wir mal ein bisschen in den Rand. Ihr findet das alles bei uns auf der Landingpage, da sind alle erscheinenden Hörspiele am 1. November aufgeführt. Da findet ihr alles, aber wir wollen jetzt nicht jede Baby Blocksberg-Folge hier vorlesen, weil die meisten Hörer von euch, ja, ist das höchstens Beifang. Außer, wenn ihr es dringend braucht, schreibt uns. Genau. Wenn ihr es dringend braucht, euren Stoff. Wenn ihr es haben wollt, genau.
Ja, dann gehen wir wieder ins Radio. Am Samstag, den 2. November, 19.04 Uhr im WDR 5 gibt es eine Ursendung. Und zwar ein Hörspiel für Kinder, oder? Mhm. Ja. Sonst wird die Maus nicht vorne drauf sein. Genau. Florentine Blicks Geheimakte Flaschenpost. Da gibt es den ersten Teil zu hören. Ein Hörspiel von Alice Panthermüller beim WDR. Ja, ich finde das auch übrigens einen schönen Sendeplatz, beziehungsweise den Sendetitel. Es hieß ja immer früher Kira K. Hörspiel. Jetzt heißt es Maushörspiel und man unterscheidet in Maushörspiel lang und Maushörspiel kurz. Ist das nicht toll? Ja, süß. Ach man, ja, dann ab zum Deutschlandfunk. Die bringen nämlich am Samstag, den 2. November um 20.05 Uhr das Hörspiel des Monats August. Und das ist Mein Sohn, Nephew und Bakshi. Nach dem Briefwechsel von Friedrich Thorberg und Ephraim Kishon in der Regie und auch in der Bearbeitung von Leonard Koppelmann, letzterer auch mit Christian Papke. Wir hatten ja im letzten Mal, hatte ich mich ja so ein bisschen aufgeregt, warum ist das denn Hörspiel des Monats geworden? Ich habe es jetzt endlich gehört. Und kann auch sagen, ja, okay, es hat auch viele hörspielerische Momente, wenngleich man natürlich hier hauptsächlich vorliest, das alles, was mit Sprache passiert, ist halt wirklich die Beschreibung der einzelnen oder beziehungsweise das Vorlesen der einzelnen Briefe. Was ganz interessant ist, Michael Mertens und Christoph Grissemann machen das nämlich, was schon sehr interessant ist. Und es gibt auch noch eine kleine Einführung, der auch Leonard Koppelmann zu Wort kommt und das Ganze so ein bisschen einordnet, was wir dann hören wird. Ja, der Briefwechsel ist geprägt von einem oder von zwei Menschen, die sich sehr humorig auf der Briefebene begegnen und auch selbst und den anderen, heute würde man sagen, einem ordentlichen Diss unterziehen und immer in einem sehr freundlichen Ton versuchen, den anderen möglichst runterzuputzen. Das hat schon sehr viel Großes, sehr viel Lustiges, sehr viel Unterhaltsames. Also es macht wirklich Spaß, dem Ganzen zu lauschen. Das will ich dem nicht abstreiten. Ich habe immer noch so eine Frage, warum ausgerechnet das Hörspiel des Monats wurde. Das ist mir immer noch nicht, auch nach dem Hören nicht klar geworden. Aber unterhalten hat mich das Ding auf jeden Fall. Und ihr könnt da gerne reinhören. Dadurch, dass es eine ORF-Produktion ist, gibt es die leider nicht zum Download. Aber, wie gesagt, ihr habt die Chance, beim Deutschlandfunk das Ganze am 2. November nochmal zu hören. 20.05 Uhr wird das nochmal ausgestrahlt. Und dann könnt ihr das Ganze euch auch nochmal zu Gemüte führen und euch vielleicht eine eigene Meinung bilden. Ja, dann, wo unsere Meinung doch relativ eindeutig war, war ein ganz, ganz tolles Hörspiel von Tom Peukert aus dem Jahre 2019. Die Jahre aus Gold und Eis, wer sich noch erinnert, zählte zum absolut besten Hörspiel des Jahres. Die RBB, die wirklich ganz, ganz tolle RBB-Produktion, wenn ihr euch erinnert, das war ein achtteiliger Podcast, wie man es auch immer nennt, so Halbstünder waren es, glaube ich, plus ein bisschen, wo es in die Wendezeit ging und wir anhand einer Familiengeschichte dezidiert und unglaublich tiefenscharf und breit gefächert im Endeffekt die ganze Geschichte der Wende wirklich in diese Familiengeschichte gepackt erlebt haben. Und das war absolut grandios, fand ich das damals. Ja, und das wird gerade im Radio nochmal gesendet. Und zwar gibt's am 3. November um 16 Uhr im RBB Radio 3. Da ist 7 und 8 dieser Reihe zu hören. Und das hat auch einen Grund. Die wird nämlich fortgeführt. Genau. Ihr findet schon, also das werden wir dann im Rückhör des Oktobers nochmal beleuchten. Also die Jahre aus Gold und Eis wurde jetzt umbenannt in Zwischenzeiten, Staffel 1. Und es gibt jetzt eben auch seit Oktober in der ARD Audiothek die Zwischenzeiten Staffel 2. Und leider hat RBB das Programm noch nicht verkündet. Ich vermute aber mal, dass es ab dem 10. November dann auch dort direkt weitergeht mit der zweiten Staffel im Radio. Aber in der ARD Audiothek findet ihr sie schon. Und ich gehe mal davon aus, bis zum Rückhör werden wir die Staffel dann auch gehört haben und berichten. Das denke ich auch, ja. Also das ist ganz, ganz oben auf der Liste, weil also Staffel 1 war großartig. Ja, genau. Ja, dann, also die Klopper, die häufen sich. Wir hatten noch einen dicken Klopper, den haben wir schon gehört. Und zwar gibt es am Sonntag, den 3. November um 18 Uhr in Bremen 2 die Ursendung von Der Teepalast. Und da läuft Teil 1 und 2 dieses Siebenteilers nach Elisabeth Herrmann. Eine Produktion des RB unter der Regie von Wolfgang Sesko, wo wir in eine ganz faszinierende Geschichte abschweifen. Und zwar erzählt uns die Lene Voskamp, die alte Lene Voskamp, also quasi als Oma, erzählt,
erzählt ja ihre Lebensgeschichte, die absolut faszinierend ist. Und zwar erzählt sie, also es geht in ihrer Jugendzeit los, wie sie in Ostfriesland am Meer wohnt, zusammen mit ihrem Vater, der Mutter und einer Schwester. Wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung und der Vater ist immer mal auf der Suche nach, ja, wie man eben Geld machen kann. Da kommt ein großes Unglück über die Familie hinein, denn an der ostfriesischen Küste, da geht ein Schiff unter, das aufgrund des Erlöschens des Leuchtfeuers, und die Lene Voskamp und ihr Vater sind dort in der Nähe mit ihrem Schiff unterwegs und der Vater fährt dann aufs Meer hinaus, kommt von dort dann nicht wieder, während die Lene am Ufer einem Schiffbrüchigen begegnet, dem sie das Leben rettet, und dieser Schiffbrüchige, das ist ein ganz besonderer einer, und zum Dank schenkt er ihr eine Münze. Das ist so eine chinesische Münze, mit der sie jetzt erstmal nicht so viel anfangen kann, außer dass sie halt irgendwie sehr wertvoll aussieht. Ja, das Unglück, wie gesagt, nimmt seinen Lauf, denn sie und ihr Vater, der nicht mehr wiedergekommen ist, höchstwahrscheinlich im Meer ertrunken ist, werden angeklagt, dieses Leuchtfeuer, also im Endeffekt für das Unglück verantwortlich zu sein. Und es ist sehr krass, sie wird zum Tode verurteilt. Da kommt dann aber jemand dazwischen und rettet sie quasi wirklich in letzter Minute vom Galgen. Sie landet dann in Emden, also in der nächstgrößeren Stadt sozusagen, weil sie eben diese Münze hat. Und diese Münze hat etwas mit dem Teehandel zu tun, und zwar mit irgendwelchen Rechten. Also was es genau ist, weiß sie selber noch nicht so genau. Auf jeden Fall öffnet diese Münze quasi dem Besitzer den Teehandel in China. Und das ist ein sehr eingeengter Bereich, zu dem Ausländer zum Beispiel fast gar keinen Zugang haben. Weswegen sie eben ja in ihrer Naivität einfach sagt, das ist meine große Chance, hier wegzukommen. Weswegen sie eben dann auch nach Emden geht, um von dort aus Richtung London weiterzukommen. Denn in London, das weiß sie, ist derjenige, dem sie das Leben gerettet hat. Und in Emden trifft sie auf eine Bordellbesitzerin und im Bordell dann auch auf die Kapitänsfrau Margarete Beusen, der sie sich verdingt. Sie ist halt ja so ein bisschen gewitzt und vorlaut und schafft es dann tatsächlich, trotz ihres nicht standesgemäßen familiären Hintergrunds und obwohl sie ja fast kein Geld hat, schafft sie es trotzdem irgendwie, an Bord dieses Schiffes zu kommen und nach London zu fahren, in Gefolgschaft quasi der Kapitänsfrau, während die Bordellbesitzerin, bei der sie eben untergekommen war, ihr noch Geld in die Hand gibt und sagt, ich glaube dir, dass du das schaffst und hier, du kriegst quasi Startkapital von mir und wir werden dann Geschäftspartner. In London angekommen, nimmt das Ganze dann wieder eine Wendung und im Endeffekt geht das Ganze immer so weiter, bis sie dann tatsächlich irgendwann mal nach Singapur kommt, wo man dann denkt, ah, jetzt ist es dann soweit und sie kann irgendwie in den Teehandel einsteigen. Aber sie trifft halt immer wieder natürlich auf Widerstände und auf Leute, die ihr, naja, die sie ausnutzen wollen, die die Münze von ihr haben wollen, um eben selber Profit aus dem Ganzen zu schlagen. Ja, und über Umwege schafft sie es dann doch irgendwie bis zu dieser Familie zu kommen. Und auf dem Weg dahin ist halt alles sehr, sehr abenteuerlich. Mhm. Total spannend ist diese Figur, fand ich, diese Lene Voskamp, wie die sich da durchschlängelt, durchkämpft, ihren eigenen Willen hat und auch ziemlich clever agiert, aber auch nicht nur clever agiert, sondern auch manchmal sehr naiv und einfach auch Glück hat. Und ja, also ich fand das hochspannend, total interessant, bis mir dann so ein bisschen am Schluss, ganz ehrlich, irgendwie so die Luft ausgegangen ist bei der Geschichte. Und also so die letzten, sagen wir mal, 2,5 Teile oder so, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt dreht das Ding irgendwie nochmal auf, da wurde das so ein bisschen merkwürdig. Hm. Ja, es war tatsächlich, also ging mir auch so. Ich fand das auch, bis man dann mal in Singapur angekommen war. Danach fand ich es ein bisschen verschroben. Dann war es mir auch ein bisschen zu technisch in den Abläufen. Also da kamen so viele kleine Situationen rein, die mir zu schnell abgefrühstückt wurden. War mir so ein bisschen, als ob man das Ding, als hätte man sich so am Anfang so ein bisschen vertrödelt und muss jetzt am Schluss so alles fertig erzählen. Also mir kam es auch gehetzt vor und ich hätte mir tatsächlich dann auch einfach mehr Breite und mehr Teile dann gewünscht. Ja, auch der Rückweg, der wird ja quasi geil. Also ist ja dann plötzlich schnippt's, die nächste Szene ist dann voll, die eine war in China und dann schwitzt um und sie ist wieder in Emden.
Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Fleisch gewünscht. Ich weiß nicht, wie das im liegt ja, der Roman liegt ja da zugrunde, also es ist ja kein Originalhörspiel, ob das da vielleicht ähnlich ist. Hat mich so ein bisschen an ganz viele Umsetzungen von in 80 Tagen um die Welt erinnert. Da habe ich auch immer so den Eindruck, da ist so durch Asien durch, ist drei Viertel von allem und dann geht es über den Pazifik, durch Amerika und wieder über den Atlantik. Das ist dann so in 10 Minuten so alles wegerzählt. Den Eindruck hatte ich hier auch. Also, dass man am Anfang sich sehr viel Zeit lässt, das auch wirklich spannend erzählt und dann am Schluss so denkt, oh, wir haben nur 7 Teile, jetzt müssen wir mal voran machen. Und da wirkt es dann alles ein bisschen zu dicht, ein bisschen zu, ja, es wirkt auch deswegen wahrscheinlich so merkwürdig, weil diese ganzen Dinge, die da in den letzten 2 Teilen passieren, ist ja wirklich so viel und so tief, aber das löst sich ja dann innerhalb kürzester Zeit auf, weil überhaupt nicht die Zeit dafür ist, das groß zu erzählen. Diese Entführungsgeschichte, das ist ja innerhalb von 3 Minuten abgefrühstückt. Ja, da hätte man viel mehr Zeit für gebraucht. Also wenn man denkt, wie lang die erste Folge war, wie viel da, wie langsam das quasi da erzählt wird und dann hat man am Schluss ist es dann leider ein bisschen zu gehetzt. Also da hätte ich mir dann schon irgendwie gewünscht, dass man also entweder noch 2 Folgen dranhängt und das entsprechend breit erzählt. Oder dann irgendwie dann doch in China aufhört und dann vielleicht in der 2. Staffel dann irgendwie das nochmal weitererzählt. Wobei ich nicht weiß, ob der Stoff dann noch genug hergäbe für eine 2. Staffel, was dann in Emden noch passieren könnte. Ja, aber also trotzdem würde ich euch den Karten runterziehen. Es spricht Lars Rudolf mit. Sehr gut, ja. Muss man auch mehr sagen? Ja. Nein. Ja, es ist also wirklich rein thematisch total spannend. Diese Zeit, es ist, spielt um 18:30. Ja, und es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte einer Frauenfigur, die sich allen Widerungen zum Trotz da durchschlängelt und auch wichtig, mal eine Frauenfigur. Also hat man ja zum Glück im Radio öfter mal, aber ist ja auch mal ganz gut, das mal sowas in den Mittelpunkt zu stellen und mal Storys von und über Frauen zu erzählen. Das ist auch schon mal ein schöner, bunter Tupfer. Gab es denn da ein Vorbild für die Figur? Also es klang manchmal wirklich so. Es klingt so ein bisschen, als ob man so, als hätte man so eine Basis und erzählt dann quasi so eine fiktive Story dazu, aber die vielleicht irgendwie so in den Grundfesten zumindest ungefähr stimmt. Ja, das klang schon zumindest schon so ein bisschen. Ja. Ja, spannend. Ja, dann am Montag, den 4. November, gibt es im NDR Kultur ein Hörspiel aus der Reihe 100 aus 100 zu hören um 20 Uhr. Das hatten wir euch, das ist, glaube ich, eins der Hörspiele, das wir euch am meisten vorgestellt. Ich habe immer das Gefühl, dass das könnte auch sogar tatsächlich eines der ersten überhaupt gewesen sein, weil das immer gerne mal so im um den Tag der Deutschen Einheit beziehungsweise um den Tag des Mauerfalls herum gesendet wird. Das ist auch so ein Klassiker, den man fast in jedem Jahr irgendwie mal ans Ohr kriegt, zum Glück. Weil es ist nämlich wirklich ein sehr, sehr gutes Hörspiel und war wahrscheinlich auch das erste, was uns Thilo Reffert so ein bisschen ans Ohr gespült hat. Das denke ich auch, ja. Ja. Und zwar geht es um die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle. Ja, ein Hörspiel über den Tag des Mauerfalls, über den 9. November. Also nicht nur wir fanden es gut, könnt ihr ja auch gerne nochmal nachhören, wie wir das schon abgefeiert haben. Aber es wurde dann auch gleich Hörspiel des Monats. Es bekam den Hörspielpreis der Kriegsblinde, den ARD Online Award, den ARD-Hörspielpreis und es wurde, und das ist natürlich das wichtigste Radiotipp bei den Hörspielfreunden und ja, gönnt euch das gerne, ist wirklich eine ganz tolle Wendegeschichte und ja, die auch auf persönlichen Erfahrungen beruht und ja, wirklich wunderbar in die Zeit passt und man sich jedes Jahr wieder gerne gönnen kann. Mit Matthias Matschke oder anderem. Ja, genau und ist quasi, sind die Herdmann des Mauerfalltags. Genau. Der Sänger kriegt der Heidehasen. Ja. Ja. Oh. Ja, schön. Ja, es gibt im Hörspiel gibt's halt so fest verankerte, genau, ja. Oder Übernacht ist auch so. Ja, spannend. Genau, stimmt, ja. Dann gibt es am Montag was ganz Tolles bei Deutschlandfunk Kultur zu hören und das hatten wir just erst vor ein paar Orcasten zum Thema, weil es da auf CD, jetzt sage ich schon auf CD, gibt es ja nicht mehr, ne? Doch, gibt's noch. Gibt es noch auf CD? Okay, also bei Maritim erschienen und zwar Professor Van Dusen und der Fall Hetsch gibt es zu hören, Montag, 4. November, 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, das großartige Hörspiel von Michael Koser beim RIAS 1987 produziert und wie gesagt,
Nacht auch bei Maritim erhältlich. Und ja, Van Dusen at his very best, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, dann auch noch ein schönes Stück, was wir euch auch schon vorgestellt haben. Am 7. November, 23 Uhr bei 1 Live, könnt ihr nochmal Körperfresser hören. Ein Stück von oder beziehungsweise nach Jack Finney. Dann ist Donnerstag, da gibt es was im Handel und zwar bei PDAX. Der geschenkte Mörder heißt ein Hörspiel von Rudolf Bartsch, eine Rundfunk der DDR-Produktion aus 1976 und das könnt ihr ab dem 7. November bei PDAX käuflich erwerben. Ja, genau. Ja, es geht um tatsächlich einen Kriminalfall, der in der besten Ostmanier ein sehr, ja, nee, nüchtern kann man fast nicht sagen. Also es hat schon so paar schöne Dachig-Vibes. Also es ist ein bisschen lockerer erzählt, ein bisschen gefälliger erzählt, als man das jetzt vielleicht von den, zum Beispiel von den Tatbestandfällen kennt. Also es geht um eine Tote, die am See gefunden wird, nackt. Ihr Mann hat kurz vorher mit ihr einen Streit gehabt, war aber dann kurz nach diesem Streit in einer Kneipe und zwar die ganze Nacht und hat entsprechend ein Alibi. Und das Besondere ist jetzt, es taucht ein Mann bei einem Pfarrer auf und will beichten und beichtet unter anderem diesen Mord. Ja, er steht dann natürlich im Verdacht, das begangen zu haben, aber dem Kommissar kommen dann doch so ein paar Zweifel, weil irgendwie stimmt an der Sache was nicht. Als dann noch dieser Mann ebenfalls tot ist und einem vermeintlichen Selbstmord zum Opfer gefallen ist, ja, wird er dann natürlich erst recht misstrauisch und ermittelt und stellt dann fest, hinter dem Ganzen steht mehr als das, was auf den ersten Blick da war, sondern es gibt da ein großes Geheimnis in der Vergangenheit, was ja einige Jahre, das Stück ist von 76, also mehr als 30 Jahre zurückliegt. Und ja, nach diesem Geheimnis, wenn man das erstmal offenbar hat, dann klären sich auch die Umstände und Motive dieses Falles. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, sehr gut erzählt, ein sehr wirklich guter, solider Krimi. Ich habe am Schluss noch so ein, zwei offene Fragen gehabt, die mir das Stück nicht beantwortet hat. Aber sei es drum, das geschenkt dafür wird man mit einem wirklich guten Krimi, der einen auch ein bisschen fordert, unterhalten. Und insofern, ja, surft gerne mal bei PDAX vorbei und holt euch den geschenkten Mörder. Es gibt nämlich auf der CD, das ist auch nochmal was Schönes, ein weiteres Stück vom Autor Rudolf Bartsch, nämlich Der falsche Mann. Das ist nochmal ein kleiner Bonus, der auf der CD mit drauf ist. Also zwei Hörspiele zum Preis von einem. Beides unter dem Titel Der geschenkte Mörder und beides ab 7. November bei PDAX erhältlich. Ach schön, ich glaube, das gönne ich mir noch. Ja, dann gibt's eine Ursendung im Umklapp von Donnerstag auf Freitag 0.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, 8. November. Gibt's die Ursendung von Like a Singing Stone von Marie-Helene Bernhardt, eine Deutschlandfunk Kulturproduktion. Ja, an diesem Freitag, 8. November, gibt es dann auch ab 19 Uhr bei NDR Schlager das erste Mal ein neues Mundart-Hörspiel. Erstmals aufs Ohr, Der Putzmann heißt es, ist von Heinke Hannig. Eine Neuproduktion und die wandert dann auch durch die einzelnen NDR-Regionalwellen und Radio Bremen an diesem Wochenende. Und da könnt ihr euch das mehrfach gönnen und natürlich wird es das Ganze auch zum Download geben. Ja, dann gibt es einen Arnaldur Indridason zu hören und zwar Kältezone. Das Hörspiel des WDR aus 2007, das gibt's zu hören am Freitag, den 8. November, 19.04 Uhr im WDR 3. Ja, dann nochmal ein dickes Hörspiel, das in der ARD Audiothek zu finden sein wird ab November und jetzt auch bei Bayern 2 läuft. Am Freitag, den 8. November, 20.30 Uhr werden die ersten drei Teile von Mein Leben als Spam zu hören sein. Insgesamt wird das ein achtteiliger Podcast. Das Stück stammt aus der Feder von Hans-Christoph Böhring und ist unter der Regie von Pauline Scheiblich entstanden. So, jetzt wieder in den Handel. Es ist Freitag, alle angeschnallt. Am 8. November gibt's was im Handel. Und zwar, wir starten mit der Bibel, Altes Testament, Folge 23. Arnold Schwarzenegger, ja. Samson bei Holysoft. Ja, und eine neue drei Fragezeichen wird es auch an dem 8. November geben. Und zwar die Folge 230 erscheint mit dem Titel Der Tag der Toten und der stammt aus der Feder von Marco Sonnleitner. Dann bei Contendo gibt es eine neue Murder Tales auch am 8. November. Folge 7 heißt Paradox und ist von Erik Alproth.
Ja, Mimi Rutherford, Folge 66, auch die erscheint am 8. November bei Maritim in dem Fall. Der Bücherwurm wird sie heißen und ist von Silke Walter geschrieben worden. Dann bei Saphir Tonart geht's mit Edgar Wallace auch weiter am 8. November. Die Folge 7, die gelbe Schlange von Edgar Wallace. Ja. Gilt da eigentlich auch das Pastewka'sche Edgar Wallace-Gesetz oder ist das nur für die Filme? Ach so, die Kombination aus Adjektiv und... Die Kombination, und, genau, also ja. Farbe und Tier, also ganz schlecht. Hm. Ja, aber es ist wahrscheinlich nur der Fall. Wobei ich jetzt mal eine Empfehlung sagen muss. Ich glaube, gewarnt hatte Pastewka im Welke und Kalk Podcast, Kalk und Welke Podcast, ja insbesondere vor dem Gorilla von Soho. Und der lief tatsächlich die Tage. Und ich habe mir den angeguckt und war wirklich fasziniert. Was? Okay. Also, das ist wirklich, also, es war wirklich schlimm, muss man schon sagen. Also, das ist wirklich ganz, 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 ganz viel furchtbar und ganz viel schrecklich. Aber man muss es eigentlich gesehen haben. Also, ich glaube, das ist wirklich, man erlebt Horst Tappert nochmal ganz neu. Und zwar hat er da also so eine humorige Anwandlung. Und da spielt er wie in diesem, in dieser ZDF-Tappert-Comedy-Serie, die so ein bisschen an Monty Python angelehnt wird, so die Fälle des Herrn T. oder Herrn H. Ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Ganz, ganz schrecklich. Ist auch nie wieder ausgestrahlt worden. Und dann noch mit, jetzt weiß er, wie heißt er, Uwe Friedrichsen ist es, da vor sich hin albern als Kommissare. Und das ist schon, ja, ganz viel furchtbar. Und das ist die Story vom, wie heißt es denn? Ist das Gasthaus an der Themse oder die gelben Narzissen? Ich weiß nicht. Ist doch egal, ist doch alles. Ja, ist immer das Gleiche. Jedenfalls hatte man da einfach das gleiche Drehbuch genommen und... und hat einen Gorilla reingesetzt. Nur statt dem ursprünglichen Mörder einfach den Gorilla genommen. Völlig logisch. Ja, ja, natürlich. Oh Mann. Naja. Dann Margaret Rutherford geht auch weiter mit Folge 35. Jetzt schlägt's aber 13 von Agatha McGuffin. Liebe Grüße bei Hermann Media. Ja, und auch Jack Turner wagt sich mal auf ein anderes Terrain. Es gibt eine Mystery-Story. Harry Peterson, ein Mann verschwindet. Und zwar auch ab dem 8. November. Dann bei Random geht's auch weiter mit Folge 4 beim Blitz Verlag. Fake New World von Christoph Lehmann und Roman Klink. Ja, eine weitere neue Reihe bei Hermann Media. Shadow Chasers, der Schatz der Geister beraten, ist die Folge 1 und die stammt aus der Feder von Tobias Jartusch und ist auch ab 8. November erhältlich. Ja, dann geht's bei Europa mit Lost Minds weiter von Christian Geilus. Und zwar gibt's zwei Folgen am 8. November. Vergessene Verbrechen ist ja der Untertitel. Folge 5, Im Augenblick des Todes, und Folge 6, Die dunkle Seite der Seele. Ja, und eine neue Folge von Die größten Fälle des BND wird erscheinen. Die Nummer 20, Im Zentrum der Macht, kommt auch am 8. November raus. Na, da freue ich mich doch sehr. Ja. Ja, dann gehen wir wieder ins Radio. Am 9. November, das ist ein Samstag, gibt's im NDR Kultur das Hörspiel Die Nutznießer, Arisierung in Göttingen. Ein Hörspiel von, Achtung, Gesine Schmidt. Ja, hört euch das an, ist wirklich gut. Wir hatten es euch schon vorgestellt, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ja, gönnt euch das gerne. Ja, wenn ihr dann schon mal das Radio anhabt, eine Stunde später, 19.04 Uhr bei WDR 3, gibt es eine Ursendung, Wolkenbeobachtung, Perspektiven chronisch kranker Menschen. Ein Hörspiel von Raquel Meseguer-Safi. Ja, dann gibt es etwas von Raymond Chandler zu hören und natürlich muss da Hans-Peter Hallwachs mitsprechen und Christian Brückner. Natürlich. Und zwar am Samstag, den 9. November um 19.05 Uhr im SWR Kultur gibt es das Hörspiel Der Mann, der Hunde liebte. Die Co-Produktion von SWF und NDR aus 1988 ist beim Audioverlag in dieser schönen Chandler-Box damals auch erschienen. Ja, und das hat einen merkwürdigen Grund, denn es wird demnächst dann noch beim SWR nochmal ein Stück geben, Der Mann, der Hunde liebte. Das ist dann aber aus der Feder von Leonardo Padua, den kennt man ja vielleicht der eine oder andere vom Havanna-Quartett. Ja, dann am 9. November 20.05 Uhr unter anderem bei Bayern 2, HR 2, NDR Kultur, SWR 2 und anderen Sendern wird parallel die Nacht des Hörspiels live von den ARD-Hörspieltagen zu hören sein.
2 Stunden wird dann das Hörspiel gefeiert und da könnt ihr gerne reinhören. Wenn ihr nicht sogar live vor Ort in Karlsruhe seid, gönnt euch das gerne. Ist immer ein schönes Fest für das Hörspiel. Kann man dann auch der Disco mit Lars Eidinger, der Nicht-Disco? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist dann, da muss man dann nur in Karlsruhe sein. Ist dann ab 22 Uhr und da ist dann das Ganze schon beendet im Radio. Oh shit, das würde mich tatsächlich interessieren, ja. Du siehst ihn ja nicht tanzen im Radio. Ich habe just heute nochmal, es heißt übrigens Keine Party, das Lied von Deichkind, ja. Was ich meinte. Ich werde es dann verlinken. Das ist geil. Da gibt es auch eine Version, wo sie die Musik weggenommen haben und wo man dann nur sieht, wie Lars Eidinger rumkaspert auf den. Genau, heute backe ich, morgen braue ich. Ja. Sehr geil. Ah, der ist so verrückt. Dann am 9. November, Samstag sind wir, 23 Uhr im HR2, gibt es eine Ursendung und zwar Alien Akustik von Hans W. Koch, eine HR-Produktion. Ja, dann, ich hatte ja schon erwähnt, die ARD-Hörspieltage laufen gerade und natürlich gibt es sonntags auch wieder ein Live-Kinderhörspiel. Till Eulenspiegel wird es heißen, stammt aus der Feder von Bernhard Jugel. Unter anderem ist Stefan Wilkening dort vor Ort, der wird einiges dort sprechen. Und natürlich gibt es auch wieder einen Live-Geräuschemacher und die Musiker sind natürlich auch vor Ort und das Ganze wird auf die Bühne gebracht. Ihr könnt euch das entweder in Karlsruhe ansehen, um 11 Uhr die Generalprobe oder die Live-Ausstrahlung um 14 Uhr, die dann eben auch für die Daheimgebliebenen im Radio zu hören sein wird. Ja, dann gibt es etwas im HR2, eine Ursendung am Sonntag, den 10. November, 15.30 Uhr. Und zwar das Hörspiel Mädchen, Frau etc. Und da gibt es die ersten beiden Teile zu hören. Das wird ein 13-Teiler insgesamt. Mhm. Teil 1 heißt Amma und Teil 2 heißt Jazz. Und das ist ein Hörspiel nach Bernardine Evaristo. Ja, und noch mehr Neues. Nee, gar nicht. Es ist ja was Altes. Und zwar am 10. November, 16 Uhr beim RB Radio 3 gibt es zum Jahrestag der Reichspogromnacht Es wird schon nicht so schlimm. Ein Hörspiel von oder nach Hans Schweikart, das wir euch auch damals zur Ursendung vorgestellt haben und bei dem wir euch auch empfehlen, dringend reinzuhören. Ja, dann Achtung, Hörspiel des Jahres und so. Sonntag, den 10. November, 17.04 Uhr, gibt's im SR2 die Ursendung von Vokabelmeer, ein Hörspiel vom Liquid Penguin Ensemble, Stefan Merki und Katharina Bieler, eine Koproduktion des SR mit dem BR zusammen. Ja, bei Deutschlandfunk Kultur am 10. November 18.30 Uhr könnt ihr nochmal Vertres hören. Chronik Judicare, eine Kurzfassung des doch sehr langen Hörspiels nach Emmanuel Carrère und in der Regie von Leonard Koppelmann. Dann gibt es etwas im NDR Kultur. Wir sind immer noch am Sonntag, den 10. November um 19 Uhr. Das gab's auch im Auf der Spur Podcast. Mord erster Klasse nach Jean Le Carré, eine NDR-Produktion aus 1972. Ja, da geht es um ein Internat. Es wird eine Frau, die Frau eines Lehrers ermordet und diese hatte im Vorfeld eine Brieffreundin informiert, dass irgendwas komisch ist und sie um ihr Leben fürchtet und als dann die Gewissheit folgt und sie tatsächlich ermordet aufgefunden wurde, bittet diese Brieffreundin eben einen Ermittler, sich dort auf die Suche zu machen, auf die Spur zu machen, um herauszufinden, was an diesem College da wirklich abgelaufen ist. Und es gibt dann einen sehr interessanten Fall, der mit ganz vielen kleinen und großen Spuren durchsät ist. Da werden Kleiderpakete verschickt oder beziehungsweise Kleider auch nicht verschickt. Hier findet sich eine Arbeit, die von einem schlechten Schüler geschrieben worden sein soll, der aber eine wirklich erstklassige oder wirklich richtig gute Arbeit hingelegt hat, was eigentlich alles nicht ins Bild passt. Ja, der Ermittler hat hier alle Hände voll zu tun, das Ganze aufzuarbeiten und er wühlt sich durch die einzelnen Spuren und der Hörer wird durch diesen Fall gelotst und geleitet. Man ist so, also ich habe es jetzt mittlerweile zweimal gehört, weil mir es so richtig gut gefällt, aber man ist beim ersten Mal, glaube ich, schon ziemlich überfordert, ob der vielen Dinge, die dort eine Rolle spielen. Man ist immer so ratlos, wie das später alles ineinander greifen soll, aber es passt dann später alles und führt dann zu einem Ende und führt auch zur Überführung des Täters. Ja, würde ich dem Krimi-Fan, der gute alte Radiokrimis mag, dringend ans Herz legen wollen,
den zu hören. Ihr könnt das, wie gesagt, im Auf der Spur Podcast tun oder am 10. November 19 Uhr bei NDR Kultur. Jetzt, als du es erzählt hast, sind bei mir die Zahnrädchen ineinander gegangen. Ja, habe ich ja auch gehört. Ich habe das schon mal vor Monaten gehört. Ich weiß auch nicht mehr, warum. War es da schon im Podcast vielleicht, im Auf der Spur Podcast? Es ist noch nicht so lange im Podcast. Also das, oder ich wusste aus irgendeinem Grund, dass es ein Podcast kommt und wollte es dann irgendwie vorhören. Ich weiß es nicht. Ja, es war wirklich gut. Es ist ein wirklich schönes Stück. Mhm. Ja. Ja, so, dann weg vom Sonntag. Jetzt sind wir beim Montag. 11. November, 14 Uhr im SRF 1 gibt es eine Ursendung. Und zwar zum 80. Geburtstag von Ernst Burren gibt es das Hörspiel Gemeinschaftsantenne, den ersten Teil zu hören von Ernst Burren, eine SRF-Produktion aus 2024 dementsprechend. Ja, noch eine Ursendung am gleichen Tag, 11. November, aber um 20 Uhr bei MDR Kultur gibt es das Hörspiel Zugluft im Weltgefüge, ein Dialog mit Jakob Böhme von Ruth Johanna Benrath. Ja, dann Montag gibt's auch was Neues bei der Bibel, aus dem Neuen Testament entsprechend die Folge 23, was Heiteres, die Kreuzigung bei Holysoft. Ja, dann ein Stück, was wir euch auch vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt haben, die unendliche Haberei ist wieder zu hören und zwar diesmal bei Deutschlandfunk Kultur am Donnerstag, den 14. November, 22.03 Uhr. Das Hörspiel stammt von Manfred Theissen und Emilia Theissen und ihr könnt es noch immer beim WDR auch downloaden und im Radio läuft es dann jetzt, wie gesagt, bei Deutschlandfunk Kultur. Dann kommt der nächste Klopper auf uns zu. Das hatten wir schon angekündigt das letzte Mal. Am Donnerstag, den 14. November, ist es soweit. Der neue Iwa Leon Menger, den gibt es bei Audible zu hören. Und zwar sein Erstlingsroman »Als das Böse kam«, ist verhörspielt worden und ja, also viel mehr Vorfreude geht nicht. Ja, aber nochmal vielen Dank an Sascha, der uns im Hörgrusel nochmal drauf hingewiesen hat. Er hatte das dann gehört, dass wir da noch nicht wussten oder beziehungsweise nur gesagt haben, dass was Neues bei Audible kommt und er hat uns auch direkt geschrieben. Das war aber quasi der Tag, nachdem wie also du das schon wusstest. Also wir hatten jüngst aufgenommen, da hatte Sascha das dann auch geschrieben. Also vielen Dank nochmal fürs Aufmerksam machen. Ja, dann noch eine Ursendung. Freitag, 15. November, Deutschlandfunk Kultur. Im Umklapp steht 1-1. Ach, wir zählen ja gar nicht mehr. Aber Götzner Leppers neues Hörspiel Unruhige Zeiten ist da jedenfalls zu hören. Fürs Feeling. Ja, fürs Feeling. Ja, dann ist schon wieder Freitag. Wer glaubt's? Also die Freitage, also es kommt also immer wieder ein Freitag. Gerade im November ist viel Freitag. Am 15. ist es. Da gibt's unter anderem eine neue Holy Horror, die 53, das Grauen von Dunwich, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Dunwich würde ich sagen, von Howard Phillips Lovecraft bei Holysoft. Ja, und eine neue Folge Heft der Chef wird's auch bei Holysoft geben, die Folge 35, Bürohelden. Dann geht's bei der Reihe Der kleine Prinz weiter bei Holysoft, Folge 2, die Musik der Freundschaft. Ja, und eine neue TKG wird's geben, die Folge 234, im Auftrag des Bösen. Das mal ein Cover. Das ist für TKKG-Verhältnisse sehr spannend, das Cover, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ich finde es zumindest mal gut, dass Tim, Tarzan, Peter nicht einfach nur faul auf der Couch liegt. Die Klappe hält. Ja, und das auch. Ich war auf der... Sehr schön, gefällt mir gut. Ja, und am 15. November wird es auch eine neue Folge von Ghostly Tales and Creepy Stories geben, die Nummer 3, die Abtei bei Fullcast Audio. Und eine neue Professor van Dusen, die neuen Fälle wird es auch geben, die Folge 40, Professor van Dusen in stillen Gewässern bei Maritim. Ja, lang haben wir nichts mehr von Pater Brown gehört, aber die rätselhaften Fälle des Pater Brown gehen jetzt auch weiter. Der rote Mund von Meru, die Folge 16 der Reihe von Winterzeit, auch die erscheint am 15. November. Ja, beim Blitz Verlag wird es eine neue Serie geben. Who and What? Elisa Houdini und Millie Watson ermitteln. Mit Folge 1 Schaurige Madame Mim von Roman Klink und Corinna Gerhards. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen. Oh, du hast dich eben über mich beschwert. Ich würde schlechte Wortwitze machen. Aber Who and What ist schon... Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe mich auch gefragt, was soll denn Who and What bitte? Oh. Ja, ich möchte mal erwähnen, also so bin ich dann doch nicht. Ah, ich weiß ja nicht, was soll das? Also ja, je nachdem, wie man es füllt, ne, mit Ideen dann füllt. Das kann ja ganz toll sein.
Irgendwie weiß ich nicht. Naja, es gibt auch Folge 2 übrigens dann. Arme kleine Seelen. Ja, gibt es auch beim Blitz Verlag dann. Ja, ich könnte mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass das was Nettes wird. Könnte schon was werden. Mal abgesehen vom schlechten Wortspiel. Ja. Sagt der Meister des schlechten Wortwitzes. Ja. Des schönen, guten Wortwitzes. Ja, natürlich. Schlenk mal ab mit Schwert- und Runenzauber. Da kommt die Folge 7 auch am 15. November raus. Die Spinnengöttin von Kimrin oder Chimrin. Frank Hammerschmidt hat es geschrieben. Frank, sag uns mal, wie es ausgesprochen wird. Ich hatte jetzt gerade wieder Jan Tenner-Vibes. Ach so, die Spinnen. Vielleicht war das die Inspiration, die ursprüngliche. Nein. So, und dann, wir hatten viel zu wenig Sherlock Holmes hier drin. Beim Blitz Verlag gibt es auch die geheimen Archive des Sir Arthur Conan Doyle. Folge 2 in ewiger Erinnerung, auch am 15. November. Genau, und damit sind wir durch die erste Novemberhälfte durch. Ja, jetzt sehen wir uns wieder mal kurz zurück und gucken mal. Ich glaube, wir machen jetzt noch ein bisschen Rückhör September, oder? Müssen wir. Ansonsten machen wir gleich, wenn wir es schleifen lassen, wieder den zweiten Teil. Ich bin jetzt mal selbst gespannt, was jetzt kommt. Aber schauen wir mal. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, Schlückchen aus der Pulle genommen. Jetzt kann's losgehen. Wir starten in den Rückhör September. Also wir haben ja so einen Monat noch. Nee, das war der August, ne? Ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Ja, wir haben irgendwie so einen Monat verloren. Irgendwie durch die Sommerpause hat sich alles so einen Monat nach hinten verschoben. Deswegen, wir sind ja eh total durcheinander. Wir arbeiten uns jetzt einfach monatsweise vor und gucken, wie weit wir kommen. Genau. Ist ja eigentlich wurscht. Wir haben so ein paar Sachen gehört und das fällt halt jetzt in den September, deswegen machen wir jetzt den September einfach. Genau. Und da war was Großes und ich jag einfach mal einen dicken Spoiler vorweg, oder? Weil sonst ist schwierig, ja. Ich hatte den Spoiler nicht und habe mich natürlich gefreut wie Bolle auf das Hörspiel. Ja, aber wann machen wir den dicken Spoiler vorweg, komm. Okay. Genau, wir haben es jetzt schon angekündigt. Genau. Also ein dicker Spoiler vorweg. Es geht um die Andi Maisfeld Nummer 15, Andi Maisfeld und die Maisiewood-Affäre, die so ein bisschen unvermittelt kam. Ich weiß, sie wusste es vorher, dass Nein. Wir hatten die auch, glaube ich, gar nicht. Ich habe die auch fürs Update, weiß ich noch, nominiert. Also sie kam kurz, nachdem wir den September Voraushör hatten. Also war dann schon, September war ja der, den wir so früh aufgenommen haben. Naja gut, also sie kam jetzt zumindest mal nicht mit monatelanger Ankündigung vorher, sondern doch recht unvermittelt. Ja. Ist ja uns immer eher lieber so, als wenn wir erinnern uns an diverse Hörspiele, die über Jahre hin verschoben wurden. Nein, dann doch lieber so. Eine neue Andi Maisfeld. Da knallen erstmal die Sektkorken. Bei uns, wir sind ja die großen Ameisen-Fans hier. Genau. Und jung Ameisen-Agent Andi Maisfeld ist wieder unterwegs und es ist eigentlich so ein bisschen wie immer Andi Maisfeld, aber schon am Anfang hat man so Vibes, verspürt man so Vibes in dieser Folge. Andi Maisfeld erzählt nämlich, dass er jetzt gerade eigentlich so mit seiner Band so am Proben ist und bekommt dann aber einen Auftrag von der Königin und sagt dann, eigentlich würde ich dann doch vielleicht lieber hier bei der Band weiter mitmachen. Mhm. Aber wenn die Königin ruft, dann geht man halt doch hin. Und das ist ein Auftrag, der an die Maisfeld, wie man es nun vermuten kann, bei Maisiewood-Affäre ins Glamour des Filmbusiness, des Ameisenfilmbusiness. Genau. Es gibt dort nämlich so einen Hügel und das ist eben Maisiewood, wo eben die ganzen großen Ameisen-Blockbuster produziert werden. Und da kommt man halt ein bisschen, ist ein bisschen so ein abgeschottetes Ding und da kommt halt nicht so jeder rein, weswegen eben Andi Maisfeld da eingeschleust werden soll. Das Gute ist, dass der Herr McElroy da schon so ein bisschen so einen Fuß in der Tür hatte, denn er war, bevor er zum Butler der Königin, dass er ja aktuell ist, und immer mal, ne, wenn Andi Maisfeld so einen Auftrag hatte, hat er ja in der letzten Zeit immer mitgeholfen, weswegen er so zum Team Maisfeld schon so gehört. Auf jeden Fall war er Chauffeur in Maisiewood und hat da eben, wie gesagt, so einen Fuß in der Tür so ein bisschen. Nicht nur das, sondern obendrein hat er auch noch verwandtschaftliche Verhältnisse, die da hilfreich sein könnten. Und die haben nämlich auch mit dem Fall zu tun. Denn es geht darum, dass ein Star bedroht wird
und dadurch Filmarbeiten letztlich bedroht werden. Genau, und da soll eben Andy Maisfeld mit seinem Team, also Alexa und Armin sind natürlich dabei und der Herr McElroy ist mit dabei, werden sie eben dort eingeschleust als Caterer, als Fahrer, um dort eben vor Ort ermitteln zu können und kommen dann dahin und es ist natürlich alles ganz aufregend und dann nicht mehr so ganz aufregend, weil sie dann, das ist, wird sehr schön dargestellt, finde ich, so mitbekommen, wie es so zugeht an so Filmsets und dass das halt nicht immer so alles golden ist und dann doch auch langweilig sein kann und das ist sehr schön dargestellt. Meine absolute Lieblingsszene ist, wie sie von einem wortkargen Vorgesetzten so gesagt bekommen, was sie jetzt zu tun haben. Aufnahmeleiter, oder? Sowas war's, oder? Genau, also es geht dann letztlich um ein Geräusch, glaube ich, das dann eingespielt werden soll. Genau. Und wie das dann vermittelt wird mit sehr knappen Worten. Also das ist eine sehr schöne Szene, das ist sehr schön erdacht und sehr schön geschauspielert. Das hat mir sehr gefallen, wie überhaupt das ganze Ding so durchsetzt ist von so schönen Szenen. Ja, jetzt kommt das Aber. Über dieser ganzen Folge schwebt immer so sowas Nostalgisches, sowas, ich weiß gar nicht, so ein bisschen so ein Abschiedsschmerz, nenne ich es jetzt mal. Und ja, die Folge gipfelt dann in einem ziemlich packenden und ziemlich dramatischen Finale, um dann auf der Schlussgeraden eine Biege zu machen, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe und die doch ein bisschen geschmerzt hat und alle Beteiligten, glaube ich, so ein bisschen geschmerzt hat. Was es jetzt genau ist, verrate ich nicht, auch wenn ich einen Spoiler vorweggeschickt habe. Aber wie gesagt, es schwebt so ein bisschen der Abschiedsschmerz über dieser Folge. Und das hat mich dann doch so ein bisschen gepackt, muss ich sagen. Und im Nachklapp fand ich das dann sehr schön, dass das die ganze Folge über diese Vibes zu spüren waren. Ja, also so traurig es ist, letztlich so schön fand ich dann die Folge. Es ist wie immer, Andy Maisfeld macht großen, großen Spaß zuzuhören, weil man sich da wirklich Mühe gibt, mit den Szenen irgendwie was zu machen und irgendwie was rauszukitzeln. Diese Welt einfach ganz toll ist. Ja, mehr sage ich jetzt nicht. Ja, ich muss da auch sagen, das ist halt dieses Besondere an dieser Serie, dass man eben aus dieser Welt oder beziehungsweise diese Welt komplett übernimmt und die auch in die Geschichte bringt. Also oftmals hat man das ja so, wenn man so tierische Charaktere hat. Ich erinnere mich an dieses Hercule Poirot Froschgedöns. Weißt du, was ich meine? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich habe es nicht gehört, nachdem du das nicht und, so gut fandest. Wo man halt einfach sagt, wir nehmen jetzt einen ganz normalen Krimi-Plot oder irgendeinen normalen Plot, den Menschen auch einfach darstellen könnten und verpflanzen in die Tierwelt. Und der Sherlock Holmes ist dann ein Frosch und der Dr. Watson ist ein Biber oder was, der Teufel was. Und man merkt aber dann der Story überhaupt nicht an, dass das einen Sinn hat, dass die in dieser Tierwelt spielen. Und das ist bei Andy Maisfeld ja gerade konträr, weil Andy Maisfeld ist der Plot eher, naja, so, ich will nicht sagen Nebensache, aber das Besondere ist doch, dass man diese Ameisenwelt oder beziehungsweise den Plot auf diese Ameisenwelt dengelt und da versucht, möglichst viel rauszuziehen. Das wirkt dann manchmal ein bisschen viel, ein bisschen drüber, aber das ist so liebenswert und so toll gemacht. Man merkt so die Liebe, die zu dieser Story dahinter steckt und zu dieser Figur. Ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Serie besonders aus, weil man merkt, da steckt so ganz viel Liebe drin und so ganz viel Detailverliebtheit. Das ist das, was ich immer an dieser Serie geschätzt habe, die ja wirklich jetzt im Vergleich zu anderen Serien, die momentan auf dem Markt sind, mit einer kleinen Folgenzahl über eine relativ lange Zeit, also so einmal im Jahr eine Folge, kommt ja so ungefähr hin. Jetzt glaube ich, letztes Jahr gab es gar keine, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil es war eine längere Pause jetzt. Ja, und so ganz persönlich, für mich ist das ein ganz treuer Begleiter, weil meine Tochter ist riesen Andy Maisfeld-Fan, die ist quasi mit dem aufgewachsen. Ich habe noch Bilder im Urlaub, wo sie mit Ameisenfühler auf dem Kopf und ihr Bruder steht hinter ihr und hält quasi das zweite Paar Hände hoch. und das ist ein ganz tolles, und es war heute noch, also ich habe ihr, als ich die Ankündigung gelesen habe, habe ich ihr abends gesagt, hier, weißt du eigentlich, dass eine neue Andy Maisfeld kommt? Du hättest mal dieses Leuchten in den Augen einer mittlerweile 19-Jährigen sehen soll. Also die natürlich total erwachsen ist und mit allem, aber Andy Maisfeld, das ist immer noch ein Punkt, wo es dann doch ans Eingemachte geht. Also wo man merkt, da ist ein bisschen mehr dahinter als
es jede andere Figur gehabt hätte. Also von daher, ja, Chapeau und ja, lieber Tom, lieber Andy, vielen Dank einfach nur für ganz tolle Jahre, die du uns immer mit den Folgen und auch mit den Weihnachtsfolgen, wie es dann immer mal gab, ja, immer gut unterhalten hast. Und ja, klar, die Zeit ist wahrscheinlich auch ein Problem, das alles noch unterzukriegen. Und ja, aber ja. Umso schöner, dass es dann noch so eine Folge gab, ja. Ja, genau. Ja, ich muss auch noch mal kurz persönlich werden. Das erste Hörspiel meines Kindes, als er einen Tag alt war. Okay. Wir hatten ja ein Familienzimmer, coolerweise. Und ja, da lief natürlich Andy Maisfeld. Sehr schön. Ja, krass. Und eine Lieblingsszene wollte ich auch noch nennen, und zwar, wo diese Metaebene reinkommt, wo sie diskutieren, wie das sonst so in Hörspielfolgen abläuft, wenn so eine Affäre ist, wer da eigentlich überschuld ist. Das fand ich auch ganz groß. Ja. Ja, das ist halt auch die Liebe zum Medium, ne, die da auch überall durchstrahlt und ach ja. Ja, so ist es. Jetzt. Weißt du was, wir hören auf, wir sind enttäuscht. Das war's für heute. Nein, dann schmeißen wir uns aber dann halt jetzt in den schnöden Alltag.